Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da, würde mich wirklich mega freuen. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben wieder die Disco-Skins drin. Das ist einmal der Funky-Kommando-Skin für 1500 V-Bucks. Ein relativ seltener Skin, also dieser Skin war jetzt wirklich schon einige Wochen bis Monate nicht mehr im Shop drin und wird dadurch natürlich auch nicht so häufig gespielt und viele Leute haben den auch gar nicht. Ich finde ihn an sich eigentlich ganz cool. Er hat so leuchtende Stiefel, eine blaue Hose, ein goldenes Hemd, eine relativ coole Sonnenbrille und ein Afro. Allerdings hat dieser Skin leider kein Backpack. Die meisten Skins, die 1500 V-Bucks kosten und in den letzten zwei Ausgaben hatten ja ein Backpack auf dem Rücken. Dadurch weiß ich nicht, ob ich diesen Skin so wirklich besonders empfehlen soll. Ich glaube, das ist einer der Skins, die man sich eher nur dann holt, wenn man wirklich diese, ja, doch eher seltenen und nicht so viel gespielten Skins haben möchte. Ansonsten würde ich das Geld wahrscheinlich eher sparen und mir davon lieber andere Skins holen. Das ist halt wirklich nur für die Leute, die auf diese ganzen seltenen und nicht so viel gespielten Skins stehen, mit denen man dann natürlich in-game besonders auffällt, einfach weil es halt nicht so viele gibt, die mit diesem Skin spielen. Passend dazu gibt es natürlich noch die Spitzhacke und zwar heißt die Disco-Trubel. Ich finde sie ganz cool, sie kostet ebenfalls 1500 V-Bucks. Man sieht schon, das ist eine Hacke, auf der eine Disco-Kugel aufgespießt ist. Auch der Stab ist hier so extrem am Leuchten und Blinken. Es sieht eigentlich ganz cool aus. Jedoch spiele ich sie persönlich nicht so häufig. Also ich habe sie mir damals gekauft, aber besonders häufig benutze ich sie persönlich nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie auch so empfehlen würde. Auch das ist, glaube ich, eher eine Spitzhacke, die man sich nur dann holt, wenn man halt diese extravaganten, selteneren Hacken haben möchte, die halt extrem teuer sind und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist die, glaube ich, eher nicht so gut. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr diese beiden Skins findet und ob ihr sie euch gekauft habt bzw. es tun werdet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann haben wir natürlich noch als nächstes die Battle Pass Stufen drin. Das sind 10 Stufen für 900 V-Bucks. Ja, ich glaube, die würde ich mir eher noch nicht holen. Also es ist immer noch ein bisschen früh. Wir haben noch über 30 Tage bis zum Ende der Season. Also würde ich mir die wirklich nur holen, wenn ihr den Battle Pass schon unbedingt jetzt voll haben wollt. Da spart ihr dann natürlich einiges. Ansonsten würde ich wahrscheinlich eher warten. Ich meine, wir haben so viele Battle Pass Herausforderungen. Wir haben so viele Daily Herausforderungen. Und wir haben noch das normale Leveln. Durch all die Dinge bekommt man ja Sterne dazu. Und ja, man macht in der Regel damit auch schon alleine den Battle Pass voll. Ansonsten kommt zum Ende der Season ja nochmal dieses Angebot hier in den Shop und dann kann man sich die Stufen immer noch holen. Also würde ich persönlich damit wahrscheinlich eher noch warten und mir die Stufen, wenn, dann nur zum Ende holen, wenn ihr den Battle Pass nicht voll bekommt. Und ja, das Ganze ist, glaube ich, auch wirklich eher nur für Leute, die unbedingt den Pass jetzt schon voll haben wollen und das halt bisher so noch nicht geschafft haben. Damit kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops. Wenn euch die ganze Serie hier gefällt, lasst natürlich jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall mega supporten. Und damit kommen wir dann zum Wolkenschlag, einem Gleiter für 1200 V-Bucks. Der Gleiter ist eigentlich ganz cool. Er ist so animiert. Man sieht hier schon so, es kommen so Blitze und Gewitter drauf. Schaut eigentlich ganz cool aus. Leider hat er nur auch dieses Standardmodell. Dadurch ist natürlich 1200 V-Bucks relativ viel für diesen Gleiter. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Aber so oder so auf jeden Fall ein cooler Gleiter. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie mehr solche animierte Skins machen. Würde, glaube ich, ganz gut in der Community ankommen. Im nächsten Slot haben wir dann den Farbenbomber für 1200 V-Bucks. Ja, der Skin war in letzter Zeit ja ziemlich häufig drin. Ich finde ihn immer noch gut. Mir gefällt er. Ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Als letztes Item in der ersten Reihe haben wir dann die Drachenaxt für 800 V-Bucks. Sie ist schön detailliert, sieht eigentlich ganz cool aus. Trotzdem spiele ich persönlich sie nicht so häufig, ist vielleicht einfach nur nicht ganz so mein Geschmack. 800 V-Bucks sind aber auf jeden Fall ein guter Preis dafür. In der zweiten Reihe haben wir dann den Auferweckt-Emote für 800 V-Bucks. Ich zeige ihn einfach mal kurz. Ein ziemlich lustiger Emote, also mir gefällt er. Ich benutze ihn auch ziemlich gerne. Gerade wenn man die Runde gewonnen hat oder zum Beispiel einen coolen Kill macht, ist es ein richtig nicer Emote. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes haben wir dann den Hyperion Skin für 1200 V-Bucks drin. Auch der Skin war in der letzten Zeit natürlich schon relativ häufig drin, dadurch ist er nicht mehr so besonders. Auch dieses orange-lilane Outfit finde ich eigentlich ganz cool. Als letztes Item haben wir dann heute die Jubelstimmung für 200 V-Bucks. Man sieht schon, man tippelt so ein bisschen auf der Stelle rum, reißt die Arme in die Luft, heißt Jubelstimmung, auch wenn ich finde, dass Jubeln vielleicht ein bisschen anders aussehen würde. Nichtsdestotrotz ist es ein ziemlich cooler Emote. Ich benutze ihn auch recht gerne, wenn ich zum Beispiel für irgendwas warte oder beispielsweise gerade ein Lagerfeuer benutze. Ja, den würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das war's dann auch schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde dann natürlich nachher auch wieder streamen, also schaut auch da gerne wieder vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis spätestens morgen zum neuen Daily Shop. Bis dann. Tschüss.